heute geht es um eine Customer Success Story, genau genommen um die E-Ladesäulen-Reservierung mit Microsoft 365 Tools in einer eigenen App. Intuitiv in Microsoft Teams, ziemlich simpel und easy und außerdem viel zuverlässiger und besser als die Reservierung in Outlook. Wie genau das geht, was die Vorteile sind und wie es umsetzt, jetzt im heutigen Video. Da stellt sich einer vor, umweltbewusst wie ich natürlich bin, steige ich morgens in mein schickes E-Auto, mache das Auto an der Stelle fest, oh no, Batterie fast leer. Aber wir haben ja am Büro die mega coole neue E-Ladesäule und genau da fahre ich jetzt hin. Und dann komme ich da an und was stelle ich fest? Die Rechnung ohne mich gemacht, da stehe ja ich schon. Und hättest du mal lieber die E-Ladesäulen-App benutzt, um dir deinen E-Ladesäulenstand zu reservieren. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Vero-Studio. Mein Name ist Sarah und neben mir sitzt Timo. Und es geht um das Problem der E-Ladesäulenreservierung. Jetzt hätten wir natürlich die Möglichkeit, das irgendwie in Outlook zu reservieren. Haben wir aber nicht. Wir haben es auf eine andere Art und Weise gelöst in einer eigenen App. Warum brauchen wir diese App und was hat die für Vorteile? Ja, die Outlook-Ressourcenreservierung hat so ein paar Nachteile, die sie mitbringt. Allen voran, gerade jetzt bei uns hier in dem Beispiel mit dem Kunden, mit der Firma Wackler, geht es darum, dass wenn ich so eine Ressource wie einen Raum oder vielleicht auch einen Beamer mir reserviere, dann wird das in meinen Outlook-Kalender geschrieben. Allerdings werde ich dann immer als nicht verfügbar angezeigt, also dass ich selber auch verplant wäre und jemand anders kann dann in meinem Kalender nicht erkennen, dass ich ja dort nur ein Gerät mir reserviert habe oder vielleicht meine E-Ladesäule und das für den ganzen Tag, was natürlich dann die Ressourcenplanung über Outlook erschwert. Gibt noch ein paar andere Nachteile, auch dass die Ressourcen immer über den Admin angelegt werden müssen und insgesamt etwas unflexibel ist in der Konfiguration. Das soll jetzt aber gar nicht das Thema sein, sondern wir wollen ja unsere Lösung vorstellen in Microsoft 365, in Teams und mit den Diensten aus dieser Plattform. Zeigt doch am besten mal unseren Zuschauern, wie einfach es ist, mit dieser App eine Ressource zu reservieren. Gute Idee. Ich nehme mal hier mein Smartphone, gehe in Teams und dann öffne ich die App. So, und gehe jetzt mal hier auf verfügbare Termine. Und da ich gerne die E-Ladesäule direkt vor dem Büroeingang haben würde, gehe ich oben auf das Filtersymbol, gehe dann auf E-Ladesäule 1, filter das, gehe zurück und jetzt schauen wir doch mal hier, wann hätte ich denn gern am Montag? Vielleicht gleich von 8 bis um 12. Okay, einmal bestätigen. Und schau dann nochmal nach unter meine Buchungen, ob die auch drin ist. Yes, das hat funktioniert. Und ich darf ganz offiziell an E-Ladesäule 1 am Montagmorgen aufladen. So easy und simpel sieht das Ganze also für den User dann aus, für den Enduser, der sich tatsächlich eine E-Ladesäule buchen möchte. Wie ist das jetzt? Was läuft da technisch im Background ab? Wo spielt sich das Ganze ab? Welche Tools von Microsoft 365 werden da verwendet? Wie kann man sich das vorstellen? Vorstellen kann man sich es ganz einfach. Wir setzen mal wieder auf die SharePoint-Listen und haben wir eine zentrale Ressourcenliste, wo wir unsere buchbaren, reservierbaren Ressourcen eintragen. Und dann gibt es einen Power Automate Flow, der regelmäßig täglich über diese Liste drüber geht und dann in einer zweiten SharePoint-Liste, nämlich die Zeitfenster anlegt, die du jetzt gerade eben dir reserviert hast oder das eine Fenster, das du dir gerade reserviert hast. Das klingt doch spannend und super zuverlässig. Es wäre dann natürlich die Möglichkeit, schon in dieser zweiten SharePoint-Liste für die Mitarbeiter zu reservieren. Jetzt wissen wir ja aber, man kann gut in SharePoint-Listen arbeiten, aber nicht für jeden, gerade auch für gewerbliche Mitarbeiter, die nicht jeden Tag am PC verbringen, ist das natürlich nicht gerade intuitiv. Und deswegen haben wir dann noch in den Power-App-Trickkasten gegriffen und dadurch ist diese schöne App dann entstanden. Kleiner Spoiler, zwischenrein vielleicht, diese Funktion wird auch in unserer Time-Tracking-Lösung fest integriert sein und in einem der nächsten Release mit dabei sein. Link in der Beschreibung. So, hier zunächst mal ganz, ganz liebe Grüße an das Team der Spedition Wackler, die gemeinsam mit unserem Team auf diese sehr coole Lösung gekommen sind. Was war hier denn, um das Ganze nachvollziehen zu können, wie sowas entsteht? Also, was war hier die Problemstellung? Warum eine eigene App? Warum diese Lösung? Und was waren letztendlich die Herausforderungen, die dann zu sowas führen? Unsere Kunden oder ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, dass er ein Problem hat, dass er irgendwo Schwierigkeiten sieht, etwas umzusetzen. Hier in dem Beispiel war es einfach diese Tatsache, dass mit der Outlook-Reservierung von den Ressourcen der Termin immer auf beschäftigt ist und die Mitarbeiter so den ganzen Tag blockiert waren für andere Termine, wenn man in deren Kalender gesehen hat.
Und ja, im Gespräch ermitteln wir dann quasi, was für Möglichkeiten wir haben und schauen dann einfach nach, was gibt es für bereits bestehende Lösungen. Vielleicht könnten wir ja auch einfach den Exchange-Server, also Outlook, anpassen in der Konfiguration, in den Standardeinstellungen. Oder brauchen wir dann wirklich eine eigene Lösung? Und hier war der nächste Weg, der einfachste Weg, einfach zu sagen, komm, wir machen das über diese SharePoint-Listen und dann dazu wieder eine schöne Power-App, da wir ohnehin schon sehr viele Lösungen in diesem Umfeld produziert haben, konnten wir da auch relativ schnell das entwickeln. Absolut cooler und eigentlich simpler Prozess, zumindest klingt es zunächst so. Ich kann mir vorstellen, dass es im normalen Tagesgeschäft ganz oft dazu, ich sage jetzt mal, Berührungspunkten kommt, die nicht so schön sind. Das heißt, da sind alle Plätze belegt, dann funktioniert es doch nicht. Die Reservierung läuft überhaupt nicht so wie geplant. Also es ist schon anhand von so einem kleinen Prozess unglaublich eine Erleichterung, was man mit Hilfe von so einer App dann letztendlich umsetzen und erreichen kann, muss das System nur noch annehmen und dann auch wirklich nutzen. Da hast du was sehr Schönes gesagt. Deswegen sind wir auch so Fan von diesen Low-Code-Plattformen. Mhm. Wir arbeiten jetzt gerade schon an einem zweiten Release, weil man halt gemerkt hat, okay, wir brauchen noch die ein oder andere Funktion, wie zum Beispiel eine Benachrichtigungsfunktion. Hey, dein Slot läuft gerade ab. Oh. Park doch mal deine Karre um. Ja? Und sowas lässt sich natürlich dann super schnell implementieren und passt dann exakt auf den Kunden. Okay, was genau heißt es denn jetzt? Also was heißt schnell implementiert? Wie lange dauert sowas? Wir sind natürlich immer fix, aber wir brauchen für so eine Lösung wirklich wenig Aufwand. Das bringt uns ja die Low-Code-Plattform. Das heißt, von Tag 1, wo der Kunde mit dem Problem auf uns zukam, bis dann zum Rollout, haben wir das innerhalb von 2 bis 3 Wochen ratzfatz geschafft. Heißt natürlich nicht, dass wir 2, 3 Wochen Aufwand damit haben, aber das ist so der Zeithorizont, wo wir solche Lösungen dann bereitstellen können. Bedeutet natürlich aber auch immer, dass auf der Gegenseite, ich sage jetzt mal, im Team des Kunden dann auch Menschen sitzen müssen, die da hinterher sind, die wirklich Spaß an IT haben, die genau wissen, was die Vorteile sind und sie dann auch wirklich effizient in ihr Team reinbringen und das Ganze ausrollen. Wenn ihr automatisiert Aufgaben erstellen wollt im Planner, dann gibt es dazu auch ein sehr, sehr cooles Video, wurde auch gemeinsam mit dem Kunden diese Lösung implementiert und erstellt. Schaut gern rein in die Box, wir haben es euch verlinkt. Und liken, abonnieren, kommentieren natürlich nicht vergessen und bis bald.